Tja, was machen wir denn jetzt mit den neuen Informationen? Wir müssen uns ja neue Futtermischen bauen. Wir können uns ja jetzt überlegen, wie kombinieren wir jetzt ganz wild unsere Futtermischen, die wir verwenden. Ob das jetzt PVA ist oder ob das die ollen Bällchen sind. Jetzt wird neu angefüttert. Und ich stehe auch schon hier am Bärensee, habe ich mir erstmal gedacht. Machen wir mal einen auf entspannt, fangen wir klein an. Also ab zum Bärensee und da habe ich die ersten Testfuttermischen ins Wasser geschmissen. Und zwar baue ich die Futtermischen jetzt ein bisschen unterschiedlich auf mit den neuen Informationen, die wir haben. Schubi, schmeckt. Das erste, was ich jetzt gemacht habe, ich bin jetzt seit ein paar Minuten hier. Das erste, was ich gemacht habe, ist, dass ich zwei Futtermischen reingeschmissen habe, die man quasi als Basis verwenden kann. Eine absolute simple Basis. Und zwar zum einen eine Basis, die eher einen großen Nebel erzeugt, also ein bisschen großflächiger sich auswirkt. Und zum zweiten dann eine, die ein bisschen mehr dann schon in diese Pellets reingeht, also etwas größere Partikel. Und ich habe mir jetzt gedacht, okay, als nächstes ballern wir dann jetzt an den Spot etwas gezielter nochmal eine Mische, die exakt auf die Köder jetzt abzielt, die ich jetzt gerade dran habe. Welche Köder sind das? Schauen wir uns das mal eben an. Wir haben hier drei Routen. Ich bin relativ simpel unterwegs. Ich habe einmal den Klassiker Kokossahne mit Kokosnektar genommen. Dann auch einen Klassiker Himbeer. Einfach hier als Mais mit Himbeerdip. Und als letztes nur die Sahne. Man hätte vielleicht auch noch Vanille nehmen können. Ich bin jetzt hier einfach mal bei der Sahne geblieben. Sahne-Sahne-Kombi funktioniert eigentlich auch ganz gut. Also, seit ein paar Minuten jetzt hier, anfangs war es noch, war es halt noch ein bisschen schwierig, aber man sieht auch so mit der Zeit immer höhere Frequenz und anscheinend werden jetzt auch die Brocken ein wenig größer. Welche Futtermischen habe ich jetzt anfangs verwendet? Ziehen wir den vielleicht nochmal eben raus und dann gucken wir eben rein. Und welche Futterrakete habe ich verwendet? Ich habe jetzt hier kein PVA verwendet, sondern einfach nur Trockenmische mit oder in Kombination mit der Futterrakete. Es scheint ja bisher jetzt schon ganz vernünftig zu gehen. Jetzt ist natürlich bloß die Frage, kriegen wir gleich, wenn wir größere Partikel einsetzen, auch größere Brocken hier dran. Bisher ist es alles recht klein, aber eben eine ganz gute Frequenz. Das ist genau das, was eben dieser Futternebel erzeugen soll. Also eine höhere Frequenz, aber natürlich auch kleinere Fische. Wir haben hier im Kescher schon ein paar Karauschen gesehen. Heißt also, wenn man sowas dann auch verwendet, vielleicht am Moskito oder sowas, wenn man mal gezielt auf Karauschen ist, dann kann man bestimmt auch da gezielt die Population der Karauschen vielleicht ein bisschen anheben. Also bisher, wie gesagt, sieht es gerade echt ganz gut aus. So. Ich bin hier übrigens geklippt auf 21 Meter. Ich habe mir einfach mal jetzt 21 Meter hier als Ziel genommen. Werf hier quasi so links neben diese Schilfbank und dann gib ihm. Also, verwendet habe ich, holen wir sie mal eben raus. Hier ist die Futterrakete. Zweierlei. Angefangen, wie schon gesagt, wie auch jetzt in dem Erklär- oder Q&A-Video, eine Futterrakete, und zwar hier die Spot-Futterrakete. Das sind die offenen. Gehen wir nochmal im Detail drauf rein. Offenporig insgesamt, heißt man wirft aus. Die sind eben dafür da, dass man einen großen Nebel erzeugt. Das Futter verteilt sich sofort großräumig. Und da gab es ja die Information bis Partikelgröße 4. Also wirklich die ganz kleinen Partikel, die da reinkommen. Hier habe ich dann auch beim Futter, gehen wir mal eben drauf ein. Und dann neu, ich muss alles neu machen. Es wird wild. Neu, ich habe es auch direkt benannt nach Nebel. Ich werde das jetzt alles schön benennen. Das heißt, eine Futtermische eben zum Einnebeln für die kleinen Partikel und die andere sind dann die Partikelfutter. Beziehungsweise dann werde ich noch eine Mische machen für große Partikel. Also das werde ich jetzt alles schön dreimal immer unterscheiden. Hier ist einmal die Nebelmische.
im Detail einfach alles das, was halt basismäßig eben auch für Karpfen funktionieren kann. Gemahlene Erbse, Paniermehl, Milchpulver einfach mit reingemischt, ein paar Haferflocken mit rein, eine Dose Mais mit rein, zack, zack, ein bisschen Vanille dazu und raus damit. Eigentlich das, was man aus dem Real-Life-Karpfenangeln auch kennt, eine schöne Basismische, die sich schön ein bisschen verteilt und eben auch viele kleine Fische anlockt, sagt man ja schön, und die kleinen Fische locken dann auch die großen Fische an. Hoffen wir mal, dass das auch so ist. Das, wie gesagt, ist jetzt im Moment meine Basis. Es wird natürlich viel rumexperimentiert. Ging aber auch damit schon gut los. Ich guck mal eben. Oh, oha. Oh, oha, oha. Ziehen wir mal eben raus die Brocken. Also, das Zeug ist zurzeit drin und eine zweite Mische ist drin. Da gehen wir jetzt gleich im Detail auch nochmal drauf ein. So, eben hier schön keschern den Brocken. Der nächste schöne Pfannenkarpfen. Zack, raus damit. Und die dritte. Ja, vielleicht sogar bei 4 Kilo hier. Ja, und die nächste dann auch nochmal. Ne, die nächste war dann sogar mit der anderen Futterrakete. Denn da sind dann schon größere Partikel drin. Über, genau, da haben wir mit 4. Da sind dann die nächsten Partikel drin, eben über 4 Gramm, 4 Millimeter ist das ja. Gehen wir mal rein ins, nee, genau, hier in die Futterrakete. So, dann wechseln wir die Futterrakete auf die Spomb, die halt effektiver ist für das Anfüttern direkt am Spot. Das heißt, auch die entlädt sich beim Auftreffen auf der Oberfläche. Aber es geht halt trichterförmig wohl direkt runter und man hat eben eher direkt am Spot die Wirkung. Und die Wirkung ist eben deutlich effektiver, wie es heißt, wenn wir bei der Raketenart eben Partikel verwenden, die größer sind. Also über diesen 4 Gramm, jetzt gucken wir mal eben kurz rein. So, das sind auch noch relativ kleine. Also, hier ist sogar einer dabei, den habe ich ein bisschen falsch gebaut. Also, der müsste auch größer sein. Das heißt, hier das Vanille hat jetzt wohl nicht so eine, oder ist wohl nicht ideal. Also, da könnte man auch ruhig einen 12er oder sowas nehmen. Aber das werde ich jetzt gleich auch nochmal machen mit der nächsten. Was habe ich noch mit reingenommen? Auch das ist für mich so eine bisschen Allround-Mische. Amino drinne, gehen die ganzen Karpfen halt drauf ab. Vanille ist ein Klassiker. Ich habe nochmal den Mais mit reingenommen. Auch ein großer Klassiker, Tigernuss. Das wäre natürlich auch so ein Ding, was man vielleicht dann später auch nochmal gezielter mit reinbringen kann. Und das Ganze tatsächlich auch nochmal mit dem Amino als Dip reingeballert, um das hier einfach nochmal gezielt für die Karpfen irgendwie hier zu aktivieren. Ob das alles funktioniert, werden wir sehen. Wir müssen jetzt ganz viel testen, denn wir können jetzt alles neu ausprobieren. Es wird einfach wild. Ich freue mich mega darauf. Also, das ist jetzt hier meine zweite Mische. Wie gesagt, im Hintergrund sehen wir schon, die Schrift zuppelt, irgendwo ist schon wieder ein Biss. Und als drittes kommt jetzt, das habe ich noch nicht im Wasser, und jetzt bin ich gespannt, ob wir den Spot komplett schrotten, überfüttern oder ob es noch weiterläuft. Das ist jetzt meine Futtermische mit den großen Partikeln. Es bleibt natürlich dann bei der großen Rakete, heißt ja für die großen Partikel die große Rakete, die geschlossene. Und da gehe ich jetzt mit geschredderten Boilies rein. In dem Fall und auch im vorherigen Fall keine Basis mehr. Keine Basiskombination, wenn man die Trockenmische nimmt. Wenn man natürlich die Bällchen verwendet, dann bleibt einem nichts anderes übrig. Aber sobald man die Trockenmische verwendet für die Futterrakete, muss man keine Basis mehr nehmen. Heißt also, ich habe hier dann eben nur 4 Varianten plus die Soße sozusagen. Und hier habe ich jetzt einfach abgestimmt auf das, was ich gerade angel. Heißt also, ich mache hier schön ein auf Sahne-Himbeer-Geschmack, Alten. Gucken wir mal, ob das geht. Und gleich ein Kokos-Touch hat das Ganze auch noch. Also Himbeer einmal als Boilie, als Feed-Pellets und geschreddert. Und das Ganze auch nochmal mit Kokossahne geschreddert und auch als Feed-Pellets. Große Partikel jetzt da drin und das bringen wir jetzt auch noch ein ins Wasser. Also ich bin gespannt, 21 Meter, zack, raus mit der Rakete, trifft auf, wirkt, einziehen. Da muss man gar nicht lange warten, es klatscht auf und die Wirkung ist da. So, ich bin wahnsinnig gespannt, wie sich das jetzt ändert, ob sich da jetzt was ändert. Habe ich den Spot jetzt überfüttert? Das heißt, ich habe ja jetzt
theoretisch 30, also von der Menge, 30 Bällchen drinne. Das ist wahnsinnig viel. Zack. Aber die Partikelgrößen sind ja von super fein und staubig regelrecht bis hin zu den etwas größeren ja gänzlich unterschiedlich. Das heißt, ich habe jetzt nicht einen großen Spot komplett angefüttert, nur mit riesengroßen Partikeln, sondern eben mit ganz kleinen Partikeln angefangen. Das hat ein bisschen länger gedauert, bis dann Biss kam, aber dafür geht er ein bisschen ab. Schön. Sondern es hat einfach ein bisschen, es sind jetzt ganz unterschiedliche Mischen mit höchstwahrscheinlich, wir wissen es ja leider nicht genau, aber mit höchstwahrscheinlich auch unterschiedlicher Auswirkungen auf diesen Überfütterungspegel, der natürlich immer weiter steigt, je mehr Futter wir hier einbringen. Also, ich habe, wie gesagt, von der Zeit her ist es jetzt auch so, dass ich ja jetzt in den Nachmittag oder sagen wir mal in den Mittagsstunden hier angefangen habe und in den Mittagsstunden die ersten leichten Mischen eingebracht habe und jetzt quasi erst ja, nach fast 12 Stunden die großen Partikel jetzt reingegeben habe. Also es hatte sogar noch mal ein bisschen Zeit, sich wieder abzubauen, das Ganze. Und ich bin gespannt halt, wie gesagt, wie das jetzt hier wirkt, ob ich jetzt dadurch noch ein bisschen gezielter auf die etwas dickeren Brocken gehen kann. Kokossahne, ja, war wie gesagt von der Frequenz her bisher gerade noch nicht so gut. Aber von den, jetzt gerade von dem bisher, oh mein Gott, der größte Fisch. gucken wir mal, was er gleich hat. Und da hinten bimmelt es auch schon wieder, so soll das sein. Frequenz gerade ohne Scheiß, richtig gut. Richtig, richtig gut. Wirklich gute Frequenz. Das ging schon gut ab. Einfach nur mit den Basics. Und vielleicht ist es aber auch einfach zu viel gewesen. Vielleicht könnte man sich auf eine 12 Kilo, schmeckt schon mal, kann man mitnehmen. Vielleicht könnte man sich auf eine von diesen Basismischen vielleicht einfach einigen. Wenn ich jetzt merke, das war deutlich zu viel, dann wie gesagt, werde ich höchstwahrscheinlich mal nur eine neblige Mische verwenden und danach, wie gesagt, die Mische, die dann abgestimmt ist, genau und praktisch für die Köder, die ich jetzt gerade dran habe. Ich bin super gespannt. Das wird auch jetzt in Zukunft, auch natürlich im Livestream, montags, mittwochs und freitags ist ja immer der Livestream auf Twitch, da wird es dann auch regelmäßig, na komm ran hier, regelmäßig jetzt weitere Tests geben. Wir müssen das einfach ausprobieren, bleibt uns ja nichts anderes übrig, mit diesen neuen Möglichkeiten oder mit den Möglichkeiten, die wir haben, dass wir jetzt vielleicht einfach ganz klassisch ans Karpfenangeln gehen. Heißt, wir legen uns einen Spot an, natürlich nicht 3 Wochen vorher und füttern immer wieder den Spot an, sondern halt stundenweise vorher. Und dann testen wir einfach, welche Kombination als Basis klein funktioniert in Kombination mit den großen Partikeln. Ich denke mal einfach, wie gesagt, bei den Mischen, wenn ich mir das jetzt gerade noch so überlege, gucken wir nochmal eben nach neu. So, wenn man jetzt zum Beispiel hier Basis mit Partikel, wenn wir das Teil hier nehmen, vielleicht, also entweder nochmal deutlich kleiner oder halt deutlich größer, also sowas wie eben Aminofeeds und so, diese Basics, die, wie gesagt, auch schon immer halt gut funktioniert haben. Das ist ja Standardfutter sozusagen, hier gerade mit dem Mais oder Tigernüsse, das ist eben auch Standard fürs normale Karpfenangeln. Genauso wie dieses leichte hier. Paniermehl mit rein, Milchpulver mal mit rein oder die Haferflocken und Mais ist der absolute Standard. Also wenn sowas nicht funktioniert, übrigens auch sowas ruhig mal testen in Kombination natürlich mit der ollen Kartoffel. Basisköder rein oder einen Maiskorn dranhängen, gerade für die Anfänger ja wichtig, die Basics verwenden, einfach mal in den Lebensmittelshop gehen und Artikel einfach mal kaufen, die man eben auch hier verwenden kann. Wir gucken mal kurz eben rein. Ich schaue mal eben, bevor wir jetzt hier die nächsten Fische rausziehen, gehen wir mal kurz hier rein und scrollen dann ganz nach unten. Ich hatte mir vorhin mal sämtliche Artikel gekauft,
die man sich im Lebensmittel kaufen kann, im Lebensmittelshop. Da sehen wir es eben auch schon. Wir könnten Weizenmehl hier nehmen, ist direkt hier. Wir könnten die Haferflocken nehmen, mal ein Ei mit reinkloppen, bisschen was fürs Eiweiß. Kondensmilch, auch ein absoluter Klassiker, klappt bei der Trockenmische leider nicht. Aber das ist natürlich eine Möglichkeit, deswegen habe ich eben das Milchpulver genommen. Reis, Schmelzkäsesnack, auch für Schleien oder sowas, funktioniert immer gut. Oder eben auch hier Weizenkörner. Also da gibt es eben viele Möglichkeiten, um einfach mal eine schöne Basis einfach herzustellen. So, gucken wir mal eben rein. Es zubbelt hier weiter. Smoke wie dat. Und jetzt ist wie gesagt immer noch die große Frage, werden die Brocken größer? Oder kommen jetzt hier diese kleinen Schäbigen raus und der Spot ist überfüttert? Und es war zu viel Futtermische. Das ist die große Frage, ey. Ich bin übelst gespannt, ey. Ich bin echt übelst gespannt, wie das demnächst abgeht. Oh, Happy Hour ist durch. Irgendwas Lüttes wieder. Giebel hatten wir gerade schon. Ja, wie gesagt, man lockt natürlich jetzt auch mit den feinen Partikeln, kleinen Partikeln, auch vieles Kleines an. Aber schadet ja im Großen und Ganzen erstmal nicht. Ich würde sagen, wir lassen das nochmal ein bisschen wirken. Ich mache mal einen kurzen Cut und dann gucken wir mal, ob das so in den Morgenstunden vielleicht auch nochmal ein bisschen mehr reinrasselt. Ein paar Stunden ist es ja noch. Ja, zack, da geht es wieder runter. Perfekt. Ja, wie gesagt, ob jetzt hier die Brocken schön gezielt auf Himbeersahne gehen, das ist natürlich die große Frage. Ich bin ja die ganze Zeit konstant auch mit kleinen Ködern hier unterwegs. Das heißt, ich ändere das jetzt hier auch mal eben ab. Und zwar, ja, weißt du was, wir machen das einmal mit dem Mais. Wir machen hier einmal Himbeer und ich mache mal Kokossahne. Ist ja, da ist ja die Sahne auch mit bei. Das machen wir mal mit dran. Und wir nehmen auch hier Kokossahne oder nehme Himbeer. Ne, ich nehme hier einmal die Himbeer, genau, Himbeercreme. Genau, das machen wir einmal mit rein. Doppelmais jetzt, kleine Maiskette. Bin ich sehr gespannt. So, rein damit. Und das zweite Ding ist jetzt nur Himbeer. Ne, dann nehmen wir auch nochmal eben rein. Hier machen wir gleich die Kombination mit den Boilies. So, Doppelboilie. Und zwar gehen wir da auch einmal auf Himbeer. Nehmen wir aber erstmal nur einen 16er. Und Kokossahne Pop-Up auch auf 16. Himbeercreme finde ich, glaube ich, gerade ganz passend dafür. Raus damit. So. Und wo hat es gebimmelt? Irgendwo hat es gezubbelt. Auf der 1 zuppelt es gerade. Okay, die holen wir natürlich jetzt nicht gerade raus. Die kommt gleich automatisch. Sehr schön. Und da ist der Biss. Ja. Aber auch nicht so ganz riesig groß. Ja, jetzt bin ich gespannt. Jetzt bin ich gespannt, ob das lübt. Oh, guck mal, eine Schleie oder was? Gehen auch die Schleien. Sehr gut. Alter, ich sehe schon gleich die Goldschleien. Warten wir ab, ey. Machen wir mal hier diese Kombination. Auch ja immer wieder ganz klassisch. Wir nehmen hier einmal die Himbeer. Und hier nehmen wir dann Kokossahne obendrauf. Alter, ohne Scheiß. Man kann jetzt so wild kombinieren. Ich habe da richtig, richtig Bock drauf. Hier lassen wir jetzt einfach mal den Kokosnektar mit drauf. Schwerpunktmäßig Kokos hier. Ist ja alles im Spot drin. So. Rauswerfen. Ein bisschen dran rumzuppeln. Und abwarten. Nee. Nee, ich habe schon gedacht, okay, das war's. Das ist ja jetzt der Hammer. Ach, das ist ja der Hammer. Da ballert doch noch einer rein. Krass, das sind jetzt hier 6 Minuten absolute Tote, Stille, gar nichts mehr. Ich habe schon gedacht, alles klar, Spot ist überfüttert. Ach, wie wild. Okay, ich habe es natürlich auch übertrieben jetzt sofort von den ganz kleinen Partikeln, nur Mais, auf sofort deutlich größere Köder gegangen. Aber jetzt war ich dann doch ein wenig überrascht. Schöner Leder. Ja, schöner Lederkarpfen noch mit drin. Auch nicht schlecht. Abgefahren. Ich werde es aber auch noch weiter testen. 8 Uhr morgens jetzt. Ja, passt soweit. Zack. Ich habe gerade den Eindruck, als ob es doch zu viel ist. Entweder ist es jetzt zu viel oder
Oder die Köder doch zu groß? Ich meine, ich bin ja wirklich jetzt von kleinen Maiskörnern auf dicke, fette Boilies direkt gegangen. Oder eben auch diese Maiskette. Das braucht schon wirklich lang. Da war jetzt gerade der Biss auf die Mais. Nee, auf beides mal 16er Pop-Up. Auch wenn man das ja am Bernie sich anschaut, wenn man da speziell halt irgendwie auf die Karpfen aus ist, da braucht es natürlich mit größeren Ködern immer deutlich länger. Wow. Aber ihr seht, die große, ja, fast hier 9 Minuten her und der jetzt, also es war ein riesengroßer Gap jetzt hier, eine große Lücke, hier richtig schön fast im Minutentakt noch reingegangen und dann auf einmal nach der Ausbringung der Futtermische, das war ja hier, drastisch zurückgegangen und dann, ja, große Pause. Ich bin noch weiter gespannt, also ich werde es noch weiter testen. Wenn dir das Ganze bisher geholfen hat, gerne einen Daumen da lassen. Wenn noch nicht geschehen, einfach mal den Kanal abonnieren. Hilft mir wahnsinnig. Vielen Dank dafür. Schau dir das Video an mit den ganzen News, mit den Q&As. Da wird, wie gesagt, nochmal detailliert alles erklärt. Wie gesagt, auch mit den verschiedenen Partikelgrößen. Es gibt natürlich auch den Beitrag im Forum, im RF4 Forum, da auf jeden Fall auch nochmal reinschauen, da hat man es dann auch nochmal schwarz auf weiß. Petri, ihr Lümmels, wir sehen uns im Livestream auf Twitch, montags, mittwochs und freitags um 19 Uhr oder im nächsten Video. Bis dahin.